Hallo und willkommen zurück. Wir haben herausgefunden, der Typ hier hat eine neue Quest für uns. Gut, dann fahren wir zur Stadt. Hey, was für eine tolle. Jetzt geben wir erstmal die andere Quest ab, bevor wir uns um die Scheiße kümmern. Ja, aber ich schau schon mal, was denn das für eine ist. Ah, die ist hier. Hä, was heißt denn trivial? Was ist das denn für ein Schwierigkeitsgrad? Ist das leichter als leicht? Das heißt, dass es absolut läppisch für uns sein wird. Wahrscheinlich ist es Level 16 oder weniger, oder? Ich glaube, ich habe gerade eben 13 gelesen, bin mir aber nicht sicher. Aber cool, jetzt hat der Claptrap in diesen Durchsagen gesagt. Ich wusste gar nicht, dass er das macht. So. Das ist ja geil, da kann man einfach das Artefakt wechseln. Ich wünschte nur, man könnte es einfach. Aber du hast wahrscheinlich keine zwei Artefakte, oder? Oder hast du schon zwei? Natürlich habe ich jetzt zwei Artefakte, WTF. Wir haben das gleiche bekommen. Was? Haben wir gerade was bekommen für die Quest? Ein Artefakt oder was? Ja, ein Schockartefakt, WTF. Oh lol. Das habe ich dir aber schon im letzten Part gesagt, dass wir ein Schockartefakt kriegen werden. Schaltest du bitte wieder die richtige Quest an, die triviale. Ich glaube, ich lasse das Brandartefakt, weil ich habe sowieso eine Schockdingens. K. Nenn ich K. Tap. Die. Warte, den hier wollen wir. Okay. Und danach machen wir das andere Dingens da. Du bist wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Britannia City. Wäre ein Gegner? Nein. Wo genau ist denn das vor uns? Okay, um die Kurve. Da sprang gerade ein Gegner. Ich glaube, wir müssen diesen Berg da hoch. Der zäheste Hund. Rack in 10 Sekunden. 5 Rack in 10 Sekunden ausschalten. Ja gut. Was sollen wir jetzt hier, Dennis? Ich dachte, wir müssen irgendwas... Schau mal das da vorne an, das leuchtet. Ah, da sind so Sachen dran. Die schießt du an, dann fallen die runter. Oder, ja, sind weg. Ja, Exkremente sind da dran, Dennis. Oh, okay. So genau wollte ich es jetzt auch nicht wissen. Da stand da. Okay. Aber bevor wir das abliefern, würde ich sagen, die Arena ist ja direkt neben uns. Gehen wir da rein. Ja. Ah, so. Meine Stromwaffe. Hi. Kommst du auch rein? Nein, ich habe Waffen gewechselt und jetzt kaufe ich Munition, weil ich nicht verrückt bin und da fast ohne Munition reingehe. Fast ohne? Wie viel haben wir da verschossen? Also ich habe von den Munis, die ich benutze, gar keine verschossen. Deswegen ist die Explosivwaffe so schwer, weil es eine einfache Explosion ist. Jetzt stecke ich's. Okay, muss ich warten, bis ich da wieder eine kleine Waffe kriege.
Ah! Oh Mann. Ich wünschte, ich hätte Granaten gebraucht. Granaten, naja, die laufen nur die ganze Zeit rum, die Gegner. Kann man die so effektiv mit Granaten treffen? Ach stimmt, ich hab Sticky-Granaten. Das sollte ich mal dran denken, dass es gar Granaten-Mods gibt. Das sind ja keine so Standard-Vanilla-Granaten wie in den ganzen anderen Spielen. Oh mein Gott, mein Schild wurde das erste Mal davor. Ich habe mein Schild jetzt ziemlich gedownt durch die Tatsache, dass ich jemanden gesprengt habe und der halt direkt vor mir stand. Fuck. Ja, das war mir klar, dass die Explosion mich umbringt. Aber danach ist er gestorben vor denen. Ist auch. Oh nein, noch 500 Schüsse. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ah! Oh, das ist der Level 18er. Jetzt wird es langsam heftig. Nee. Hast du ihn umgebracht? So, okay. Okay, wo ist der ernste Gegner? Was das Leben-Ding da. Schön doch, wo ist er? Hängt der fest? Weiß nicht, warte, auf der Map ist ja ein Punkt. Ich will ja nichts sagen. Ja, scheiße, der ist außerhalb der Map. Warte mal, M. Das ist aber doof. Ah ne, auf M sieht man den gar nicht. Really? Warte mal, treffe ich was, wenn ich meine Granate gegen diese Wand werfe? Ja, ein Bug. Erkennt man irgendwo ran, dass man was trifft? Mal sehen, ob Bloodwing den angesehen hat. Findet der automatisch Gegner, oder wie? Ja, eigentlich schon. Er ist nicht in Reichweite. Oh. Aber das ist cool, das Spiel muss nämlich nicht neu laden, der ist instant wieder aufgefüllt. Ja, fuck mal, was machen wir jetzt? Das Spiel hassen und das LP hier beenden. Ich weiß halt nicht, ich kann ja nur Granaten gegen die Wand werfen. Ach ne, jetzt kann ich keine mehr werfen, weil ich keine mehr hab. Komm, explosive Schüsse, spreng ihn weg! Oder warte, ich habe eine Idee. Hat's funktioniert? Ich glaube, es hat funktioniert. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe einen Skill gemacht. Das Lustige ist, diese Feuerexplosion, die kommt auch, wenn ich den einsetze und nicht nur, wenn er ausgeht. Und die hat ihn jetzt wahrscheinlich umgebracht. Ja, sehr gut. Das heißt aber, die Granate muss ihm Schaden gemacht haben. Ich glaube, der hat normalerweise zu viel Leben, um das da One-Hit zu sterben von. Oh, eine Pistole. Ich glaube, der hat nichts mehr vor uns. Oh, ganz schön viel Kohle. Dann schauen wir mal, ob die Pistole was bringt. Hast du eine Pistole gekriegt? Ja, der hat eine Pistole gegeben. Oder? 51 Schaden, aber kein Elementschaden. Ja, tut mir leid. Ich will Elementschaden. Der hat auch. Warum soll man denn eine Waffe von dem kaufen? Der hat keine Waffe mit Elementschaden. Aber mir bringt der Typ gar nichts. Der hat nur Granatenmods mit Elementschaden, aber das ist jetzt auch nicht so die Welt. Eigentlich finde ich ja schön, dass sie sticky sind. Gibt es das mit den Elementschaden im zweiten Teil eigentlich auch? Bin mir da jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Soll das ein Scherz sein, Dennis? Die wären ja schön blöd gewesen, wenn sie das wieder rausgenommen hätten. Ich meine in derselben Form. Im zweiten Teil gibt es mehr verschiedene Waffen als im ersten, Dennis. So, Tab. Quest. So, das müssen wir jetzt noch abgeben. Passt du hin? Und danach geht's mit der Story-Quest weiter. Falls wir keine weitere Nebenquest kriegen. Hm? Na, du musst schon aussteigen. War das der hier? Das hast du jetzt schon vergessen. Ja.
Oh, ich brauche noch ein paar Assault Rifle und Sniper Rifle Kills. Muss noch ein paar Menschen töten. Kritische Treffer brauche ich auch noch einige. Ach, naja. Ich habe ja einmal reingeskillt. Das war, glaube ich, auf grün, deswegen sage ich es euch jetzt. Hast du den Ding schon? Ja, ist noch nicht. Ich bin schon an der Quest. Ah, hi. Kann jederzeit rein, wenn du willst. Ja, dann tu das. Tu dir keinen Zwang an. Headstone Minen entdeckt. Ich glaube, ich weiß, warum keine Loading Screens mehr kommen. Nee. Wegen dem Startding, dass das Intro geskippt wird. Ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf Loading Screens. Das wäre jetzt meine Vermutung. Nämlich das Einzige, was mir einfallen würde. Also, ich würde mal sagen, ich laufe mal rein. Bam! Hä? Bin ich nicht Elektro explodiert? Irgendwie sind die nicht geschockt worden. War mir sicher, dass dann Feuerartefakt ausgewählt statt des Elektroartefakts. Ich hab doch geskillt, dass ich eine Elektroexplosion habe. Sag mal, siehst du das nicht, wie das immer passiert, oder was? Na, also als du losgerannt bist, war da nur Feuer. Die Elektroexplosion ist auch nur, wenn das der Skill ausgeht. Oder wenn man ihn beendet quasi, als wenn man ihn ausgehen lässt. Dann mach mal, möchte ich sehen. Ja, doch, er ist doch geschockt. Ja, aber das ist vorher nicht passiert. Oder muss ich Gegner wirklich dann schlagen? Ach, fuck, man. Ja, ich glaube eigentlich nicht. Bam. So, du solltest dich heilen mit dem krankesten Medikit. In dem Schrank ist auch Muni. Die konnte ich nicht aufheben. Ach ne, das ist die rote Farbe des Schrankes. Ich dachte, im Schrank wäre noch was, was ein Medikit ist. Aber nein, das war nur der rote Farbe des Schrankes. Die fetten Level 16er da, die sind nicht so nett. Okay. Ich will damit sagen, kannst du mal wieder rauskommen und kämpfen? Wie rauskommen? Ihr lauft doch nicht ohne mich weiter. Hä, ich bin immer noch... Lauf doch nicht einmal zurück. Hä, ich hab den gerade umgebracht, was soll der Scheiß? Was den da? Ach so, sammel doch auf welchen... Nicht, du hast den... Warum sitzt du auch da hinten in der Ecke? Du bist weitergegangen. Also das ist zumindest weiter als überhaupt der Ort, nicht. Wo du vorher standest. Du hast doch hier vorhin auch schon die ganze Zustand ist doch hier und hast die Leute abgeknallt. Ich bin nur da gerade ausgegangen. Was ist denn da bitte weitergegangen? Ja, aber warum stellst du dich da hinten hin, wo es unsicherer ist? Da ist es nicht unsicherer. Doch. Da war ich in Deckung. Los, jetzt kämpfst du. Kann er sterben? Da hat er auch mein ganzes Elektrozeug. Na, jetzt hast du mir umgebracht. Oh, war keine Absicht. Ja, natürlich war es keine Absicht. Hättest ja nur auf die ganzen anderen Gegner ausschießen können. Du hast den anderen doch gekriegt, also. Sieh dir das an. Beschwer dich einfach. Ja, aber. Nee, die ist scheiße. Oh, hier sind Waffen drin. Hier sind Gegner ohne Ende. Ja, warum läufst du weiter, wenn ich sage, dass hier Waffen sind? Willst du hier nicht angucken, oder was? Eigentlich nicht, ne? Ich wollte die Tür öffnen. Hier ist ein Revolver. Ja, das sind fast nur Revolver. Zwei Pistolen. Ich häng fest. Was machst du denn auch? Warum läufst du denn weiter? Schau mal die ganze Schränke hier, du machst gar nichts auf. Oh, eine nette Schockpistole. Ja, ich habe die Feuerpistole. Weiß nicht, ob da einer von denen besser ist. Okay. Ich nehme die Schockpistole mal. Für den schockenden Effekt.
Jetzt ist auch noch überall so Kisten. Muni drin. Die Dinger mit Muni drin. Und. Warte mal, das wird wieder dahin, wo wir quasi waren, oder? Ja. Ah, da war der Schalter für die Tür. Ah, okay. Hier ist noch eine Munikiste. Tötest du jetzt alle von oben oder was machst du? Oder ach so, hier oben ist ein eigener Bereich. Okay. Gegner. Wie der aber auch mit einem Schlag das Schild wegmacht. Warum ist der Schlag so heftig? Tja, elektrisierende Fäuste. Hahaha. Oh, hier ist nochmal eine Kiste. Hier ist nochmal eine Waffenkiste. Eine Feuersniper und eine Shotgun. Interessant, hier hat auch ganz schön Schaden. Ach was, an dem Ding wechseln wir unsere Waffen? Das sieht ja lustig aus. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ah, pff, schaust mir aber gar nicht zu. Ja. Wir ziehen jetzt einfach so ein kleines Elektro-Ding, was das quasi einspeichert. Sind eben voll digital. Oh mein Gott, hast du gerade gesehen, wie der in seinen Kopf zerplatzt ist? Ist das ja eigentlich ist das hier eigentlich der richtige Weg oder müssen wir den unteren Weg gehen? Mein Gott, das ist vollkommen wurscht. Wirklich? Kommt man da zum gleichen Ziel? Oh, jetzt wieder eine Kiste mit Waffen drin. Ach, interessant, da ist noch ein QR-Code. Explosive, interessant. Der QR-Code-Sucher hier, ja. What the fuck, Alter. Oh, ich glaube, sie haben mich bemerkt, kann das sein? Okay, in diese Mitte müssen wir. Oh ja, haben sie. Nick Wilson. Oh oh. Das was? Sagt der QR-Code. Nick Wilson. Oh oh. Warum? Au! What the fuck? Was war das für ein Gegner? Brennende Psychopath. Nein, ich meine der explodiert ist. Ich hatte eigentlich einen Gegner leb mich schnell wieder. Ja, jetzt komm halt her. Hallo? Hallo? Ich kann mich dabei wegdrehen. Da hat er recht. Das finde ich. Granate! Granate! Noch eine Granate! Weil da hinten so, welche sind oder was? Die einen, die da noch liegen? Ja, natürlich. Au! Knapp in dir, Blatt! Sag mal, warum hat die das denn nicht wehgetan? Was ist genau neben ihr? Ja, geil. Jetzt ist der fast tot ist, aber da reingelaufen. Oh, da ist er wieder. Hä, war das nicht mein Kill? Hast du den jetzt getötet? Ja, den habe ich. Geschwächt, den Schläger. Ey, das ist einer an einem Minigun. So. Erstmal wieder ein Skill verteilt.
kann ja wohl nicht sagen. Wie kann denn sowas? Hier ist eine Waffenkiste drin. Wir haben ein anderes Problem. Nicht wirklich special. Die Waffenkiste ist kein Problem. Ja, oh, ich bin voll. Hier ist ein kleines Medikit. Warum bist du denn so weit vorne? Du läufst immer 10 Meter weit vor. Na, weil ich was wollte. Die Minigun! Oder eigentlich ist das eher ein Geschützgewehr, wie auch immer. Das kannst du eh nicht mitnehmen, also von dem her hat das eh keinen Sinn. Ja, aber ich kann es nutzen. Falls jetzt überhaupt noch große Gegner da sind, für die du das nutzen kannst. Kleine verfolgt dich immer noch. Willst du den nicht mal umbringen? Welcher Kleine? Hä? Ich habe gerade eben den Kleinen getötet. Wusste nicht, dass nur einer kam. Jetzt sehe ich auch keinen Gegner mehr. So, erstmal die Schränke bei dir öffnen, weil du ja keine Schränke aufmachst. Oh, cool. Da war einfach so eine Statue drin. Die Geld ja, gebracht hat. Super. Ist dies jetzt zum ersten Mal? Ja. Ich laufe zu der Waffenkiste dahinter. Hinten, okay. Ich kann nichts mehr aufheben, das finde ich echt scheiße. Oh, scheiße. Das Schirm muss schnell zu Ende gehen. Okay, aber ich glaube, hier müssen wir eh nicht rein. Wir müssen ja in die Richtung. Hä? An die Wand? Wir müssen da hoch. Der Eingang ist woanders. Eigentlich müsste ich nur das skillen, dass mein Schlag Gift-Damage macht. Wie viel Damage ist das mehr? Boah, schon aber schon eine gewaltige Menge Damage mehr. Aber ich weiß nicht. Feuerrate ist niedriger. Zielgenauigkeit ist niedriger. Dafür mehr Schaden. Und der Element. Also hier ist nur Schrott. Und der Elementschaden ist um einen Effektpunkt niedriger. Schrott? Ich schaue mir Schrott aber gerne an. Ist das eine Art Bombe oder warum leuchtet das? Warum leuchtet das hier? Ich denke, da können wir später was in die Luft jagen in einer anderen Quest. Mit diesem Dynamithebel. Ah, eine Explosivpistole. Wow. Die Eins-Element-Dinger sind eh irgendwie vollkommen lächerlich, weil da fast nie der Element-Effekt triggert. Jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir jetzt dahin zu dem? Erstmal machen wir die ganzen Schränke und Türen und sonst was alles auf. Mach mir normal Schaden. Weil die keinen Elementschaden hat. Ja, genau. Ich dachte, du redest von der Pistole. Achso, warte. Wo genau müssen wir jetzt hin? Da oben drauf, auf diesem Weg da, oder was? Ja, dann springen wir mal hier über diesen, Dingens. Würde ich mal was sagen. Ach, fuck, da kann ich mich nicht so dran festhalten. Sind wir da wirklich drauf? Geht's hier unten irgendwo einen Eingang oder sowas? Ich folge einfach den Pfeilen. Das ist großartig. Du folgst den Pfeilen? Ach, glaubst du, das führt hoch oder was?
ist der einzige Weg, den wir gehen können. Es führt einmal komplett außenrum und dann hoch, ja. Hey, was, Willy? Hast du dir das angeguckt? Schau auf die Map! Wir haben erst die Hälfte des Gebiets geschafft. Ach so, oh lol. Ich wusste nicht, dass man wirklich den ganzen Weg da laufen muss. Jetzt war alles los. Ah, okay, das war eine gute Entscheidung. Granatenmod austauschen. Ah, scheiß Explosiven. Kannst du den töten? Na, jetzt, wenn er vor mir steht, ja. Weil dann ist es auch viel einfacher. Tür hat sich geöffnet. Keine nette Tür. Weil der Gegner rauskam, oder warum? Es war die nicht nett. Ja, genau deswegen. Okay, ich merke schon, niedriger Genauigkeit. Ich treffe den nicht, auch wenn ich drauf ziehe. Muss ich halt mehr in Nahkampf gehen! Ah, schön zu Tode geschockt. Pass mal auf dein Leben drauf. Ach, das war's schon. Es regeneriert sich ja. Zwar langsam, aber regeneriert sich. Auf alle Fälle, ich meine, wenn ich einmal mein Ding mache, dann haben die ja lauter Dots drauf. Dann sterben die auch von selber. Dann kann ich dann auch tot sein. Ist noch ein QR-Code. Ein Elektroschild. Oh, lol. Was liegt da noch? Eine Pistole. Okay, nee. Hast du einen QR-Code in dem Gebäude gefunden? Ja, alles klar. Ein Schlag und ich fall um. Trotzdem bin ich stärker als er. Ah, jetzt hat Sandys erkannt. Nick Wilson, ho. Warum? Warum hat er den gleichen Text? Frag mich nicht, was das soll. Wer ist Nick Wilson? Google. Schreibt's in die Kommentare. Hast du den damit Absicht am Leben lassen? Wen denn? Ey, du gehst in eine ganz andere Richtung als ich, also von dem her. Meine Dots! Nein, er ist gestorben, nachdem ich tot umgefallen bin! Also nicht nachdem, sondern bevor ich! Dreh dich nach rechts und bring den um, den ich gerade schwäche. Ja, genau, perfekt. Hä, wo war denn jetzt der Shotgun-Typ, der mich gerade angeschossen hatte? Ach, da steht er. So, hat sich erledigt mit dem Gegner. Okay, wo geht's jetzt lang? Ach, da vorne. Pfeil folgen. Nein, warum hat er kein Feuer dort auf sich? Ah. Nein, fuck, der Typ hat ja noch voll Schild.
Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Oh, da steht ein Killer-Banti vor mir. Der ist der perfekte Kannst Ziel. Kannst du den nicht töten? Also, ja, der kam auf einmal. Vier Stück rum. Macht halt so immens Schaden, da reinzulaufen. Aber ist halt total gefährlich. nicht so deine Pistole. Okay, haben wir alles erkundet hier draußen? Ah, ich denke schon soweit. Wo geht's denn jetzt weiter? Fahren wir mal hoch. Hm? Na, wo? In den Gebäude? Oh, lol. End. Ich dachte, die Quest ist gleich zu Ende. Jetzt bist du aber 30 Minuten. Du bist selber schuld, wenn du denkst, die Hauptquest ist mal eben schnell zu Ende. Ich dachte, wir sind doch gleich bei dem Gebäude. Ja, aber das ist perfekt. Jetzt können wir hier Pause machen. Erstmal alles verkaufen. Offscreen. Okay, dann bewerten nicht vergessen und ciao. Ciao. Ein Like für die extra lange Folge. Nee, Spaß.